Am zweiten Tag der Swiss Beach Event Tour in Olten, präsentiert bei Frisco, standen vor allem die Frauen im Mittelpunkt. Zunächst einmal die beiden Schweizerinnen Forer Grässli. Isabel Forer zum ersten Mal mit Muriel Grässli zusammengespielt, aus einem guten Grund. Ihre Standardpartnerin Sarah Meyer ist erkrankt und so musste sie kurzfristig auf eine neue Partnerin zugreifen. Sie haben es leider nicht geschafft, in das Halbfinale aufzusteigen, haben toll gespielt, am Ende ganz knapp aber ausgeschieden und sind so am Sonntag beim Halbfinale nicht mehr mit dabei. Ganz stark aber die ausländische Konkurrenz. Zum einen Holtwig Semmler, die beiden Deutschen aus Berlin. Sie haben bereits einmal die Swiss Beach Event Tour, nämlich in Rorschach, gewonnen. Sie überzeugten in der Vorrunde und sind ebenso im Halbfinale mit dabei wie die beiden starken Griechinnen, Tsiarziani und Vasiliki. Die beiden Ex-Europameister zeigten auch hier in Olten eine ganz tolle Performance und sind ebenso im Halbfinale wie die beiden Schweizer Topathletinnen Simon Kuhn und Nadine Zumkehr, die ihre beiden Spiele gewinnen konnten und so am Sonntag beim großen Finale ebenso mit dabei sind. Bei den Herren, da stehen am Samstag noch Entscheidungen an, wer in das Halbfinale aufsteigen wird. Aus Schweizer Sicht haben gute Möglichkeiten, unter anderem Gscheid Lebeck oder Suter Chevalier, die also noch alle Möglichkeiten haben. Fix im Halbfinale, beiden Herren sind bereits die beiden Brasilianer, Mocca und Ferramenta.